Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Opening-Video. Heute mit Crossed Souls. Wir waren an der Schweizer Meisterschaft, an den Swiss Nationals, haben da wie jedes Jahr, habe ich da gejudged. Ja, seit 3 Jahren jetzt. Und ja, ihr seht hier die wunderschöne Judge-Matte mit Necrost of Unico. Und selbstverständlich gab es dann auch noch Displays. Und die beiden öffnen wir jetzt heute. Das dritte kommt dann auch noch. Ja, hat dann auch ein drittes gekauft von einem Judge-Kollegen, der das nicht wollte. Und ja, zuerst mal die beiden hier mal schauen, was sie ziehen. Wir werden es in zwei Teilen machen, damit es nicht ganz so lang wird vom Video her. Und ja, wir fangen mal mit dem hier an. Ja, was sind so die Karten, die wir ziehen möchten? Von den Secret Rares selbstverständlich Yuki Usagi, auch bekannt als Ghost Ogre in Snow Rabbit. Galaxy Cyclone ist eine sehr, sehr wichtige Karte. Ja, das sind so die Most Wanteds. Ja, Deutsch first. Versteht sich, wenn man das, glaube ich, so. Beginnen auf der linken Seite. Da haben wir Kettenkobold, Statue der Schmerz. Das Schmerzmuster. Übel Raptor Scharfer Lanius. UA gegnerischer Rebounder. Mondspiegelschild, auch eine interessante Karte. UA Strafbank. Schwingende Winde des Josendorfs. Künstlerkumpel Donnerino. Und ein was ist das? Geistungeheuer. Zähmender Seframpilika. Wow. Also eine Rare bisher. Ach, das gehört auch noch hier hin. Wo wir nehmen hier nach hinten. Künstlerkumpel. Besetzungswechsel. Scharf. Samurai, furchtloser Danker. Barbar, Gräbeltatze des brennenden Abgrunds, eine Rare. UA Vertragsunterzeichnung. Kybernetische Fusionsunterstützung. Schattenpuppe Sephra-Kern und UA Strafbank. Nächstes Booster. Dies also zwei Rares. Soprano, musikalische Sängerin, Künstlerkumpel, Bogenhüpfer, Josen, Wirbelwind, Abgrund, Stachelrochen, Geistungeheuer, Zähmerin, Sephra, Wendy. Okay. Dann Magmadrache, ups, Künstlerkumpel, Donnerino, aufsteigendes Pendel und Büroboter 004. Also noch keine Holo bisher. Schreckenspelzfabrik. Lanius. Nachäffender Lanius. Abgrund Stachelrochen. Rangsteigungszauber. Revolutionskraft. Nochmal eine Rare. Sephra-Pfad. Sephra-Flammenungeheuer. Necros. Auserwählter der Sephra. Und UA-Vertragsunterzeichnung. So, fünftes Booster. Ich hoffe stark, dass es noch besser wird. Also bisher ist das ziemlich lahm. Halb verhindertes Zerbrechen. UA Furchtloser Danker. Kummer des Unterwäldler.
Harmonische Oszillation, Schuberta, die musikalische Meister. Und dann haben wir die erste Super Rare. Und zwar Verschwinden der Leere. Eine Infernoid-Karte. Die mal hierhin. Donnerino, Sephranaga und die Fusionsunterstützung. Ziehechse, Federgans, Statue des Schmerzmuster, Kettenkobold, Yosenju Oyam, eine Rare, Yosenju Kodam, Infernoid Chette, Büroboter 004 und Verdammnishund Octras. Da kommt die auf. Es wehrt sich. Furchtloser Danker. Bogenhüpfer. Ne, nachhelfender Linies. Halbverhindertes Zerbrechen. Revolutionärer Falke. Primitiver Schmetterling. Schwingende Winde des Yosendorfs, Yosenju Kodam und Kuscheltierautomat. Schreckenspelzfabrik, Samurai, nochmal ein Samurai, Abgrund, Stachelrochen, Äxtenkobold, was ist denn Äxtenkobold, okay. Schette, Künstlerkumpel Zwickhelfer, okay. Schattenpuppe Sifranaga und Sifraxa, Flammenungeheuer der Necros. Ja, die Nationals hat ja Necros gewonnen. Wir hatten in den Top 8 7 Necros, ein Shadow, also es war ziemlich unausgeglichen, müsste ich mal sagen. Kettenkobold, den gegnerischer Rebounder. Künstlerkumpel Federgans. Flick Wiedergeburt. Oh, da haben wir den Infernoid. Und zwar das Stufe 1 Monster. Wie spricht man das aus? Pirmai. Cooles Mönzchen. Ultra Rare. Ja, was wollen wir von den Ultra Rares ziehen? Haben wir noch den Hund, noch eine Vertragsunterzeichnung, Sephraxa und Sephracor. Ultra natürlich, Lose a Turn. Ist sehr, sehr gefragt, sehr, sehr interessant. Das garantiert. Und wie gesagt, bei den Secret Rares hauptsächlich Yu-Gi-Usagi und Galaxy Cyclone. Auch wenn es noch andere gute Karten gibt. Wirbelwind, Samurai, Ziehechse, Scharfer Linies, Schreckenspelz, Fusion, Zwickhelfer, Sephrapfad, Sephrampilika und Designer Schreckenspelz. Booster Nummer 11. Also sind gleich in der Hälfte. Schmerzmuster, nein, Schreckenspeloiden-Kobold, Kuscheltierschaf, Sägenkobold, Fusionseinberufung, Magmadrache, aufsteigendes Pendel, Sephraxa und Sephrasäbel. Zwölftes Booster. Die Hälfte des Displays haben wir schon. Künstlerkumpel, Besetzungswechsel, Soprano, superstarker Samurai, Giga-Handschuh, Yosen Oyama. Oh, da kommt noch eine Super Rare. Und zwar ist das unerwarteter Dai.
Falls du keine Monster kontrollierst, beschwöre ein normales Monster Stufe 4 und hätte gerade Spezialbeschwörung von deinem Deck. Okay. Sephranaga, Donnerino, Fusionsunterstützung und Sephrampilika. Booster Nummer 13. Samurai, Fabrik, Josenwirbelwind, Künstlerkumpel Federgans, die Meeresdragoner aus Draconia, Josen Village, Außerwälter der Sephra, Zwickhelfer und Phantomgeier. Rebounder, Kuscheltierschaf, dieses Schreckens, Kobold-Dingens, musikalische Illusion. Oh, eine weitere Super Rare. Und zwar ist es Zhao Feng, Phantom des Yang Xing. Das neue Yang Xing Synchro-Monster, das wirklich richtig fies ist. Denn die Effekte von Monstern, die dasselbe Attribut wie die Synchro-Materialien in dieser Karte haben, können nicht benutzt werden, also werden negiert. Ja, das ist schon ziemlich fies, wenn man ihn dann noch im Umgegen fallen kann und Zauberkarten und was noch alles sonst machen kann. Das ist eine gute Karte, das ist wirklich eine gute Karte. Eine der besseren Super Rares, wenn man mich fragt. Sephranaga, Sephracor, Designer Schreckenspelz und Octross. Besetzungswechsel, Sägen, Kobolds, Nachäffender, Lanius, Superstarker Samurai, Giga-Handschuh, Yosen, Oyam, noch mehr Rare, Außerwälter der Sephra, Yosen, Kodam, Sephra-Pfad und Schwingen, nein, Quatsch, Schwindelerregende Winde des Yosendorfs. Also bisher drei Super Rares und eine Ultra. Furchtloser Danke, Schreckenspelzfabrik, Schreckenskobold, Ziehechse, Schreckenspelz, Chimäre, Frightful, Fusionsmünsterchen, Rare, Vertragsunterzeichnung, Sephrampilika, Flammenungeheuer Necros und Automat der Kuscheltiere. Josen Wirbelwind, Bogenhüpfer, Soprano, Sägenkobold, Fusion, sein Berufung, eine Rare nochmal, Octross, Penalty Box, Sephracor und Fusionssupport. So, da muss jetzt mal wirklich noch was kommen, also so viele Booster habe ich nie mehr. Kettenkobold, Scharfer Lenius, halb verhindertes Zerbrechen, Bogenhüpfer, Sephra Wendy, und da kommt eine weitere Ultra Rare, und zwar ist das Blütendiva der musikalische Chor. Wow. Ich würde sagen, wir lassen die Commons jetzt weg, die haben wir halt nicht gesehen, wir hatten ja schon das englische Opening, und ja, wir schauen uns nur noch die Bonus und Rares an. Es geht dann auch etwas schneller. Flammender Falke.
Oh, da ist nochmal der Holo. Und dann haben wir Sefranu, Geheimnis des Yangtze. Ach Gott, das gibt's ja gar nicht. Unerwarteter Dai. Schon wieder. Zweimal die gleiche Holo. Das ist nicht nett. Also doch, das ist schon nett, aber nur bei den Secret Rares oder Ultra Rares, aber doch nicht bei den Super Rares. Wenn denn was Gutes. Naja, egal. Ojam, und wir haben den zweiten Krug der Trägheit. Das hatten wir ja schon in Englisch gezogen letzte Woche. Ja, das ist also die Secret Rare. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Ultimate Rare oder eine Ghost Rare nochmal. Wäre auch nicht schlecht. Aber der Krug hier, der ist schon cool. Der ist toll. Exten Kobolds. Zweitletztes Booster von diesem Display. Schreckenspelz Fusion. Und das letzte. Reinigung der Leere und noch eine Super Rare. Und zwar göttlicher Sephra-Schlag. Wenn ein Zauberfangenkarte an einem Monster-Effekt aktiviert wird, wenn ein offenes Sephra-Monster in deinem Extra-Deck annulliert die Aktivierung, falls du dieses Booster zerstöre sie oder es. Die ist gut, die ist wirklich gut. Ja, was haben wir gezogen? Wir haben eine Secret Rare, und zwar ist das dieser Krug der Trägheit, der ist wirklich toll. Wir haben zwei Ultra Rares, einmal das Infernoid Monster, einmal die musikalische Fusionskarte. Wir haben einen Chao Feng, wir haben zweimal Unerwarteter Dai, die Sephra-Konterkarte und Verschwinden der Leere. Ja, ist nicht schlecht, ist jetzt nicht überragend, aber ja, man kann es leben lassen, ist okay. Ja, schaltet auch ein, wenn das zweite Video dann online ist. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder indem ihr einfach unseren YouTube-Kanal besucht. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, Daumen hoch nicht vergessen, abonniert uns, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns. Ciao, Leute!